Wofür ist das denn? Hallo! Echo! Guck nicht so doof. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Mario Kart 8! Mit allen aus der Team Pete's Meat. Moment, verdammte Scheiße. Wow, mit allen aus dem Team Pete's Meat und eine Solo-Folge. Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen zu Water... Wie heißt das? I'll be right behind Black you. Wake. Black Wake. Oh mein Gott. Jetzt Black Wake. Das ist alles falsch gemacht. Der letzte Satz ist einfach der beste, der beschreibt es. Jeder, der schon so Fan ist, ein Muss. Moment, da steht ja, deswegen weiß ich ja auch, warum der Buch ein geniales Meister ist. Ja, ich weiß, die Frage, die sich mir bei Rico Hensch jetzt geschrieben hat, Jay, ist das dein Pseudonym? Wo sind wir denn jetzt? Bei Rico Hensch, ein geniales Meisterwerk. Ich spring doch gar nicht. Tut mir leid, das steht nicht bei Rico Hensch. Doch, da steht bei Rico Hensch, steht jeder, der schon so Fan ist, ein Muss. Nein! Wie nein? Achso, doch, das stimmt. Okay, das stimmt, nein, das stimmt. Aber Peter ist der aufnimmt und Peter hat einfach ein Meisterwerk genannt. Ein geniales Meisterwerk. Ist hier keine Ausrede. Nicht Münzen am Ende! Keine Grün, ich brauch doch was zu... Was denn? Das kann ich feiern! Peter, du bist so ein mieses Stück Scheiße einfach. Was hab ich denn gemacht? Nein, Salo! Scheiße! Christian! Oder das war das zweite Mal Ich bin die Spinne! Du betreibst die KI zu mir! Nee, komm! Boom! Der klopft mir mal meine Leiter! Wer haut denn damit zum Stuhl die ganze Zeit die Zuschauer weg? Ja, der spielt doch mit! Wasser! Ich kenn's ja schon auch Leute, ganz beliebt ist ja auch Kartoffelstampf mit Sauerkraut, ja. Und, weißt du, du mischst das zusammen, dann nimmst du halt auf die Gabel und mit der Spitze von der Gabel stichst du noch ins Kassler rein und dann... Alter, du bist so hilarious, Alter, das geht ja auf jeden Fall. Lass du einfach... Du willst die Welt brennen sehen, ey, seht genau. Du musst natürlich erst das Sauerkraut essen, dann den Kartoffelstampf, dann das Fleisch. Ja, dann kannst du auch einfach jeden Tag, dann aber, isst du an dem einen Tag Sauerkraut und dann an dem anderen... Ja, sicher erst aufessen. Also du isst, Moment, du isst wirklich echt, erst jetzt? Den ganzen Haufen Sauerkraut, dann den ganzen Haufen Kartoffelstampf. Genau so macht er das. Ich will im Mund doch die einzelnen Komponenten schmecken. Die Geschmacksexplosion, die gibt's ja erst in der kunstvollen Form des Mischens. Ne, wenn ich die Mischung habe, will er sich Suppe. Du nimmst ja auch nicht eine Nuss, die Nussschokolade. Da ist alles in einem drin, ja, da trennt man das nicht. Alter. Bei Cornflakes, da finde ich so mega geil, wenn du so einen ganzen Löffel voll mit Milch und Cornflakes machst und dann packst du diesen ganzen Löffel im Mund und du hast so diese Bäckchen von so A-Hörnchen, ja? Und dann wird so... Das ist so mega ein geiles Gefühl einfach, wie du das dann alles zerstörst mit deinen Zähnen. Nee, kleiner Löffel. Klein. Ja, ich auch. Da kannst du nämlich, weil da kannst du im Mund nämlich den Löffel in den Mund schieben mit dem kleinen Löffel. Und dann mache ich sogar Folgendes. Dann sauge ich immer von dem Löffel erst die Milch runter und dann esse ich dann noch die Cornflakes. Wie lange brauchst du denn bitte zum Frühstück? Weil die Milch, wenn die dann halt mit den Cornflakes isst, dann schmeckt die Milch ja nicht mehr nach, nur nach Milch, sondern die hat sich ja mit dem Geschmack der Cornflakes. Ja. Und das ist voll geil. Ja, okay. Huiuiui. Ich stell mir gerade vor, wie... Ja, wie Zelda so steht auf so seinem Pferd, weißt du, nimmt so das Schwert, zeigt so Richtung Feind, hui, hui, und alle das, rennen los. Das letzte Hu wird übrigens nochmal stark. Okay. Hu, hu, hi, hi, hu. Ja, so ungefähr. Nee, stimmt nicht. Ich ändere nochmal. Was ist denn hier los? Nee, stimmt nicht, ich ändere nochmal. Das ist der Peter Eis Podcast. Hat das überhaupt eine Folge? Kennst du das? Was ist 0221 für eine Vorreise? Das ist Berlin. Wo sind denn die beiden Spots? Ach, eines am Fischerwurf und einer ist oben, wa?
Einer ist oben. Gibt's noch einen außer den oben? Lol. Du hast ihn. Boah, das ganze Bett brennt. Lol. Ey, oh, Jay! Ja! Ja, Alter! Du hast gerade Jay gemacht, glaube ich. 360 No-Scope. Schon wieder so ein Skandal, ey, mit Dalu. Das kann echt nicht wahr sein. Du hattest den ersten Schuss gehabt, ey. Das ist von deiner Schuss. Ja, das ist ja der Witz, dass ich hab dir volle Kanne in deinen Rücken gedrückt. Aber richtig, richtig. Nein, ich habe keinen Snickers aus dem Rücken gedrückt, sondern Dalu hab ich in den Rücken gedrückt. Ey! Oh, direkt getroffen. Boah, das, Mann, Alter. Dann küsst du wieder. Ey! Doppelt. Lol, Peter, jetzt. Nein! Hat du mich überholt? Okay. Lol, ich bin toll! Ey, da ist aber einiges aufgekommen. Das klang ein bisschen heftiger. Er hat immer Leistfehler. Oh, guck mal! Ja, so, ich glaube, ihr könnt schon mal für mich klatschen. Vorhinein. Warum wird bei JD 1 nicht angezeigt davor? Ja. Da steht einer auf dem Wasser, da ist rechts? Jesus! Links ist Jesus! Ich schieß ihn ab! Boom! Nein! Jesus, ey! Nicht Jesus töten! Unsere Segel sind kaputt! Voll gerade! Da bin ich rechts oder links! Größter Kritikpunkt am Reisen, oder das, was ich am wenigsten mag, ist, dass ich halt nicht wie im Auto in meiner eigenen kleinen Blase sitze, sondern gezwungen bin, mich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Nicht nur, weil die anderen Menschen jetzt so scheiße sind oder so, aber hauptsächlich sondern weil das jetzt, sobald du halt mit anderen Menschen in Kontakt bist, kannst du halt, keine Ahnung, allein die Tatsache, dass ich halt nicht Luft ablassen kann, weil ich will, ist ja schon eine Einschränkung meiner Freiheit und damit auch meines Glücks. Also wenn Deutschland involviert ist, würde ich versuchen, aus Deutschland rauszukommen. Irgendwie so Karibik vielleicht? This guy. Komischerweise bin ich der Beste, ist ja wohl klar. Das ist halt nicht richtig. Ich finde Duschen unfassbar entspannend. Meine ich Gedanken halt auch, aber ich... Schweifen lassen, mir Dinge vorstellen, wie ich König der Welt bin und so. Meine kleine eigene Machtfantasie immer unter der Dusche ausleben. Augen zu, Tor. Alles klar. Alter, ist da gerade einer... Riese. Was? Ich hasse es. Oder? Nein. War nicht der Junge. Das ist ja wohl ein Scherz! Ich hab keinen Bock mehr, Mann! Das ist ja wohl ein Witz! Jay, wenn du keinen Skill hast, ist ohne okay. Scheiß! Ey, das kann mehr ja wohl nicht wahr. Bisschen mehr sein. Gefühl im Schlag, bitte. Da müssen doch die Stangen für die Nutten... entweder haben die jetzt noch gefunden... Okay, das war mit Peter! Ja, ich war fragen. Da wollte einer die Story hören. Ich wollte gerade die Story hören, verdammt. Okay, also... Auf jeden Fall. Peter! LOL, da fliegen sie runter. Peter! LOL! Was ist das? What the fuck? Das was wir fahren. Ja, das ist egal. Du brauchst im Kindergarten nicht. Achso, der hat nur noch ein Bein. Ja, Jimmy muss morgen mal einen Tag zu Hause bleiben. Jawohl. Jimmy ist für morgen krank gemeldet. Christian! Christian! Ich hab's alle weggemacht.
Rahmen, bist du der andere? Ja, auf jeden Fall. Ich bin der dritte Traitor. neben Dalu und Christian. Dalu ist kein Traitor. Dalu ist doch schon confirmed. Bei mir ist confirmed innocent. Alles cool. Oh, nicht alles cool. Wow. Hey Jimmy, ich glaube, jetzt gibt's Ärger. Ja, ich bin mir relativ sicher. Verarschen mich, ne? Welcher Ficker. Sag mal, Dalu, gab's hier nicht einen Teleporter von... Ja, in der Scheune, hinten links. Ich bin Teleporter. Okay, pass auf. Irgendwie fand ich ganz witzig von einer Dame, die Theaterwissenschaften studiert. Was ich an euch und eurem Image als Gruppe und YouTuber mag, ist, dass ihr immer wieder deutlich und verständlich macht, wer ihr seid. Peter, den hast du aber aufgespart, oder? Peter hat sich den aufgespart. Gerade war sehr kohlensäurehaltiges getrunken. Scheiße, hab ich den Tintenfisch gewünscht. Ich hatte drei Christian! Nein! Wie gefällt dir das? Hä, wie gefällt dir das? Und sogar noch Dritter geworden. Das hätte ich gerne mal in der Wiederholung gesehen. Das war, ja, da war nur der Stern vorne dran. Oder so. Die GZ wäre unter dann nicht passieren. Hartz 5 wäre... Hartz 5! Hey, das hat die Karte jetzt witzig. Was hat denn der Christian da in der Hand? Nix. Jetzt habe ich schon wieder diese Soundfehler. Kein Problem. Null! Weiter geht's. Wenn ich jetzt noch Punkte hole, dann muss ich sagen, Respekt an mich. Du hast der Dalu auch noch echt Lack gehabt. Aber nur weil Peter wieder umgekehrt hat. Oh. Nein! Er ist auf 14 gewonnen! Er hat noch einen Bumerang. Och, Peter. Weißt du, was hattest du für ein Item, Peter? Ich hatte so einen komischen goldenen Wichser. Pilz. Ja, voll nice. Ich hatte einen scheiß Bumerang. Ich hab auch. Ich bin auf Stufe gekommen. Peter hat sich beendet. Platz nach vorne gewichst. Aber einen goldenen, ja. So, wenn ich jetzt den Tintenfisch kriege, dann fliegt der Controller in den Bildschirm. Ah, das kann nicht sein! Da ist der Tintenfisch! Das ist ja voll ein Skandal! Das kann doch nicht wahr sein! Mit Ansage! Benutze diesen Hebel nicht, bevor die Rückenlehne montiert ist, Verletzungsgefahr. Okay. Das meine ich mit Verletzungsgefahr, pass auf. Ah, das geht noch gar nicht. Alles klar. Lass du mich nicht ausreden, Bram. Das ist komplett klar. Du warum hast du mich nicht ausreden lässt, drin. Weil du Fascho bist. Du hast gesagt, das sind drei rote. Dann darf ich ausreden? Erklär dich nochmal. Wir haben es ja schon gehört, die Leute können auch einfach zurückspringen. Siehst du, du willst nicht, dass ich es nochmal erkläre. Also. Ja, erklär's, ne? Bitte. Okay, ich habe Dadosch genommen als Kanzler, weil. Jared Kamutner. Ja, damit, wie gesagt, wie in der letzten Folge, dann demandet von mir, ja, Jason's raus. Und damit wird die Folge dann jetzt auch besser. Könnt ihr mal ein Like da lassen, ja. Sagt uns, was ihr von diesem Video haltet. Und ich sollte aufhören, weniger Energy Drinks zu trinken. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!